Hallo, auch diese Woche wieder bei mir in meinem kleinen Samenladen mitten in der Frankfurter Innenstadt. Heute zeige ich euch, wie man kleine Gemüsepflanzen zu großen, prächtigen Salaten heranziehen kann. Auf dem Balkon, auf der Terrasse oder im Frühbeet im Garten, wo auch immer. Alles kein Problem. Alles, was ihr tun müsst, ist die Pflanze in ein Loch zu stopfen, was genauso tief ist wie dieser Erdpressballen. Nicht tiefer und nicht höher, sodass sie wirklich ebenerdig versenkt wird. So, wunderschön. In diese Kastengröße passen genau zwei Pflanzen rein. Eine Größe von 40 cm und hier zwei Pflänzchen. Tück, tück, Loch tief genug, nicht zu tief, nicht zu flach. Andrücken, fertig. Jetzt können die Pflanzen wachsen und wachsen und wachsen. Die Vegetationszeit bis zur Ernte beträgt ungefähr 3 Monate. Bei diesen Pflücksalaten hat man den Vorteil, dass man permanent ernten kann, bis die Pflanze anfängt zu blühen. Das heißt, 6 Monate lang kann ich Salat ernten. Um das Ganze ausreichend mit Nährstoffen zu versorgen, ist ein Dünger vonnöten. Das kann ein Biodünger sein, das kann ein chemischer Dünger sein. Ich empfehle unser bestes Vuxal. Das ist für alle Pflanzenarten geeignet. Aber natürlich geht auch jeder andere Dünger. So, das war es auch schon wieder. Wir kriegen im Laufe der Zeit immer mehr Pflanzen rein. Kohlpflanzen, die eignen sich nicht so fürs Zimmer, aber auch andere Salatsorten. Das eignet sich alles und kann auf dem Balkon, Zimmer, wo auch immer großgezogen werden. Viel Spaß, wir sehen uns wieder am Freitag mit meinem nächsten Video. Bis dann, ciao!